Liebe Freunde auf YouTube, mein Name ist Dominik, ich bin Rechtsanwalt. Und obwohl ich Rechtsanwalt bin und obwohl ich mit Jura mein Geld verdiene, sage ich euch, Jura ist nicht alles. Das war eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich selbst getroffen habe, erkennen durfte, als ich meinen ersten Job angetreten habe. Der eine oder andere von euch weiß es ja, ich habe nach dem Examen, mein erster großer Job war in einem internationalen Medienkonzern hier in München in der Rechtsabteilung, habe ich 4 Jahre gearbeitet und es war, wie soll ich sagen, erfrischend. Es hat mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Wenn man jahrelang Jura studiert und Referendariat und an der Doktorarbeit werkelt und so und alle, der ganze Kopf ist voll mit Jura, dann und man dieses Denken einfach so verinnerlicht hat, dass man halt über Jahre des Jurastudiums einfach lernt, habe ich einen Anspruch, habe ich keinen, Tatbestandsmerkmal erfüllt und so weiter, dieses ganze Subsumieren. Wenn ihr noch nicht studiert, werdet ihr das bald bis zum Erbrechen lernen. Alle anderen, die schon studieren, wissen, dass man verinnerlicht das einfach so, man denkt so, man tickt so und plötzlich denkt man, alle Fragen können mit Jura geklärt werden. Und dann kam ich zum Konzern und das war wirklich sehr erfrischend, weil ein Konzern tickt halt doch so ein bisschen, oder wenn man als Syndikusanwalt arbeitet, da werde ich auch mal ein eigenes Video zu machen, aber wenn man als Syndikusanwalt in einem Konzern arbeitet, ist das ein komplett anderes Arbeiten als in der Kanzlei. Der Konzern sozusagen ist der eine große Mandant und man ist da Ratgeber und wird in vielen Fragen schon sehr früh dazugezogen, teilweise viel früher, als es im Anwaltsberuf der Fall ist, wo man häufig erst dazugeholt wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Aber man wird so Teil eines Entscheid, also in diesen Entscheidungsprozess sehr früh eingegliedert sozusagen. Und plötzlich merkt man, habe ich gemerkt, Jura ist wichtig, aber es ist letztlich nur eine Argumentationslinie. Es ist nur ein Argumentationsstrang. Juristisch würden wir in dieser Situation empfehlen, das und das zu tun, weil das und das sonst die Konsequenzen wäre. Es ist aber nur eine einzige Argumentation, um ein Problem zu lösen. Und gerade im Konzern war das so auffällig, weil ein Konzern, eine Firma möchte Geld verdienen. Das ist anders als vielleicht bei einer Behörde, die in gewisser Weise staatliche Aufträge erfüllen muss. Ein Unternehmen muss Geld verdienen. Das heißt, man muss am Ende auch immer überlegen, ist das wirtschaftlich? Jetzt kann man juristisch sagen, das macht total Sinn, hier irgendwie zu klagen oder nicht zu klagen oder was auch immer. Und wenn man das Ganze plötzlich wirtschaftlich betrachtet, was man im Jurastudium nie tut, kommt man drauf, die juristische Argumentation macht eigentlich gar keinen Sinn, denn es kostet viel Geld, bringt aber vielleicht nichts. Ein Beispiel dazu, ich habe in meiner Konzernzeit damals ein Verfahren betreut als Jurist. Ich war sozusagen der Mandant, weil ich nicht vor Gericht auftreten durfte, weil das ein Landgerichtsverfahren war. Und in diesem Fall wurde der Konzern verklagt und wir haben uns gewehrt, weil die Klage ziemlich hanebüchen war und haben am Ende nach 2 Instanzen gewonnen. Aber wir hatten eine Anwaltskanzlei, eine Großkanzlei, die nicht nach RVG abgerechnet hat, sondern nach Stundenbasis mit dem Ergebnis. Wir wurden verklagt, obwohl wir von Anfang an gesagt haben, das macht keinen Sinn, mussten aber insgesamt 30.000 Euro an Anwaltshonoraren bezahlen. Teuer dafür, dass man von vornherein sagt, wir haben eigentlich nichts verbrochen. Aber man muss sich wehren. Das ist eine, da hat tatsächlich die juristische Argumentation gegriffen. Wenn man verklagt wird, muss man sich natürlich ordentlich verteidigen. Hätte man andersherum dieses Verfahren geführt, wenn man weiß, dass der Gegner pleite ist, denn so war es nämlich, würde man sagen, nein, weil wir können jetzt diese 30.000 Euro auch investieren, um den Gegner zu verklagen. Und am Ende kann der uns das Geld, das er uns eigentlich schuldet, niemals bezahlen, weil er pleite ist. Da fängt an, die wirtschaftliche Erwägung oder wirtschaftliche Gedanken spielen dann eine Rolle. Genauso können politische Entscheidungen eine Rolle spielen. Damit meine ich jetzt nicht politisch im Sinne von parteipolitisch, sondern unternehmenspolitische Entscheidungen. Dass man sagt, man ist strategisch so und so aufgestellt, deswegen macht es keinen Sinn, eine Entscheidung zu treffen, obwohl juristisch das vielleicht Sinn macht. Und ganz wichtig, im Konzern habe ich auch gelernt, einen Anspruch zu haben oder nicht zu haben, ist das eine. Aber einen Anspruch, den man hat, durchzusetzen, ist das andere. Und das ist genau das Beispiel, was ich auch gerade meinte. Man kann einen Anspruch haben gegen jemanden, aber den setzt man nicht durch, wenn man sagt, man möchte vielleicht mit dem noch anderweitig zusammenarbeiten. Wenn man den verklagt, endet vielleicht die Zusammenarbeit. Gerade in der Medienbranche ist das häufig der Fall, weil die Medienbranche ist doch so ein bisschen, gerade in der TV-Branche, man kennt sich so, jeder kennt jeden so ein bisschen. Und deswegen muss man also ein bisschen vorsichtig sein. Also es gibt wirtschaftliche Erwägungen, es gibt politische Erwägungen, es gibt ganz wichtig auch, das habe ich auch einfach wieder gelernt, es gibt einen klaren Menschenverstand. Und deswegen sage ich euch immer, wenn ihr Jura studiert, guckt links und rechts, nehmt so viele Erfahrungen mit, wie ihr könnt, geht ins Ausland, macht Praktika, jobbt nebenher. Schaut, dass ihr möglichst viel nebenher einfach noch mitnehmt und selbst als Persönlichkeit wächst, denn all das werdet ihr später auch mal verwenden. Denn wenn ich auch meinen Mandanten berate und der Mandant möchte irgendwas von mir und ich sehe, nicht nur mit dem juristischen Sachverstand, sondern auch
mit dem klaren Menschenverstand, den ich habe, da hat sich jemand verrannt. Da muss sich vielleicht jemand irgendwie so ein bisschen, der muss auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, der muss ein bisschen beruhigt werden und man muss ihm sagen, das macht so keinen Sinn, du verbrennst so Geld, du kannst jetzt einen Anwalt nehmen, du kannst den anderen verklagen, aber juristisch wirst du nicht durchkommen und überhaupt macht es auch viel mehr Sinn, mit dem anderen vielleicht mal zu sprechen. Dann ist das etwas, was nicht rein nur die fachliche Qualität ist, sondern das ist etwas, das geht letztlich zurück auf den Menschenverstand, auf eine gewisse Empathie, auf ein Gefühl für Menschen. Und das will ich euch sagen. Jura ist nicht alles. Jura ist wichtig, gerade wenn man in einem juristischen Beruf arbeitet, keine Frage. Aber Jura ist nur eine Argumentation. Es ist gut, wenn man weiß, wie die juristische Argumentation, zu welchem Ziel sie führen würde. Aber vergesst niemals alles andere. Im Gegenteil, schaut, dass ihr auch alle anderen Bereiche in eurem Leben und in der Ausbildung nicht vernachlässigt. Und mit diesem Schlusswort verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Euer Dominik. Mit Jura kann man alles machen, auch so verrückte Sachen, wie Videos auf YouTube drehen oder auf der Bühne stehen. Du, 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 du,